Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, über Leitungen und Kabel sprechen wir. Ja, jetzt haben wir das letzte Mal ganz schön viel gehört über verschiedenste Bezeichnungen von Kabeln und was ist. Ist wieder ein bisschen interessanter, ja? Aber nicht viel leider. Ja, es ist halt leider, gibt sehr viele Regulierungen und sollte man halt wissen. Ja? Dieses Mal geht es um Installationsrohre. Was sind Installationsrohre? Na, das sind diese Rohre, wo man die Kabel einführen kann. Gibt es Rohre und Schläuche. Aber im Endeffekt sind es immer irgendwelche runden Sachen. Eins ist fest und eins ist biegsam. Ja, die Schläuche kennt ja jeder, das sind diese geriffelten. Installationsrohre kennt auch jeder, das sind normalerweise so graue Rohre, die irgendwo durch die Gegend laufen. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Ja, was darf ich da reinlegen? Und da gibt es irgendwelche Nummern drauf. Was heißt denn das? Ja? Ich würde sagen, fangen wir mit den Nummern an. Und zwar ist so ein Installationsrohr, wird mit vier Ziffern, ja, gekennzeichnet. Ja, also Kennzeichnung. Mit vier Ziffern. Was ist die erste Ziffer? Ja, die erste Ziffer ist die Druckfestigkeit. Ja. Die zweite Ziffer ist die Schlagfestigkeit. Was heißen die Ziffern? Nun, es sind 5 an der Zahl. Ja? Es ist immer 1, 2, 3, 4 und 5. Ja? Das sind die Ziffern, da gilt beides. Und das 1 heißt immer sehr leicht. Ja, also sehr leichte Druckfestigkeit, sehr leichte Schlagfestigkeit. Ja? Das 2 ist leicht. Leichte Druckfestigkeit, leichte Schlagfestigkeit. 3 ist mittel. Mittlere Druckfestigkeit, mittlere Schlagfestigkeit. Das 4 ist schwer, schwere Druckfestigkeit, schwere Schlagfestigkeit, und das haben wir sehr schwer. Das sind schon Panzer quasi. Sehr schwere Druckfestigkeit und sehr schwere Schlagfestigkeit. Das sind einmal die ersten Ziffern. Die dritte Ziffer ist die minimale Temperatur, die schreibe ich gleich blau. Also, dritte Ziffer. Minimaltemperatur, Betriebstemperatur ist natürlich gemeint, ja? Und die haben wir auch in fünf Stufen, also 1, 2, 3, 4 und 5, ja? Und das sind plus 5 Grad, da muss es nur warm sein, ja? Minus 5 Grad, Untergefrier, minus 15 Grad, minus 25 Grad. Und jetzt ist es nicht minus 35, weil es wird so leicht, minus 45 Grad Celsius. Ja? Minimale Betriebstemperatur. Dritter Buchstabe, ich schreibe jetzt da rot. Ja, vierte Ziffer, maximale. Temperatur. Und jetzt gibt es 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1 fängt nochmal bei 60 Grad Celsius an. Und bei 60 Grad Celsius, maximal zulässige Betriebstemperatur. 90 Grad Celsius, ja. 105 Grad Celsius, 120 Grad Celsius, 150 Grad Celsius. Und jetzt geht's dahin. 250 Grad Celsius, 250 Grad Celsius und 400 Grad Celsius. Da wird schon heiß. Ja. Das ist die Kennzeichnung. Die Kennzeichnung mit 4 Buchstaben. Ja. Gut, das ist jetzt noch unabhängig von irgendwelchen Durchmessern oder sonst irgendwas.
Jetzt ist die Frage, wie viele Kabeln, was darf ich da einführen? Ja? Was darf ich denn, was darf ich denn da? Was darf ich denn da hineinfüllen in so ein Rohr? Ja, gibt es ja in verschiedenen Durchmessern? Bringe ich da noch was dazu? Ja, darf ich, mit was muss ich planen und so weiter? Es hängt natürlich davon ab, wie dick, wie viel Kabel ich da reinbringen will. Ja, und welchen Kupferquerschnitt diese Kabel haben. Und das möchte ich jetzt aufzeichnen. Also der Querschnitt praktisch der Kabel. Übliche Querschnitte sind 1,5 Quadrat, 2,5 Quadrat, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70. Da hören wir auf. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Und dann Anzahl der Leiter. Im Rohr. Ja. Und da haben wir ein Leiter, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt machen wir noch ein gescheites Raster, dass wir uns auskennen. Bernhards 5 Quadrat, ja, ist relativ klein, da komme ich eigentlich immer mit einem 16er Rohr aus. Das ist der Millimeter, das ist der Durchmesser im Millimeter. 16er Rohr, und dann brauche ich halt irgendwann ein 20er Rohr. Wenn ich 5 einfüllen will, brauche ich ein 20er Rohr. Okay, 20 mm Durchmesser. Dann, 2,5 Quadrat, 1 Leiter, 16, 2 Leiter, 16, 3 Leiter, 16, und da muss ich halt, weil ja der einzelne Ader schon dicker ist, muss ich halt da schon auf ein 20er umtun, und die 5er sind auch 20, aber es wäre nicht praktisch, wenn wir das schon in eine 25er einfüllen müssen, wenn es flexibel ist, gell? Also wenn es ein Schlauch ist und kein Rohr, ist ein 25er empfohlen zumindest, ja? So, 4 Quadrat haben wir ebenfalls 16, 16, 16. Ja. Und dann gehen wir gleich nämlich auf 25. Und dann sind wir schon auf 32. Also ein 4er, 5 4er brauchen wir schon ein 32er Rohr. Dann haben wir da 6 Quadrat. Wenn nur einer drin ist, reicht der 16er. Dann sind wir da bei 20. Ja. Dann sind wir bei 25. Dann sind wir bei 32. Und 5, 6er brauchen wir ein 40er. Okay. 40er Real. Und das, es ist logisch, ne? Je größer das wird, desto dicker wird es. Ja. Und ich schreibe das da jetzt einfach weiter hin. Da haben wir 20er. Ich versuche, ich hoffe, es gelingt mir, die Farben einzuhalten. 25er, 25er, 32er. Ist schon falsch. 40er brauchen wir schon. Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Ich habe mir da eine Tabelle gemacht. Ja. Weil, wer sowas auswendig lernt, ist selber schuld. Ja, es gibt Nachschlagewerke, da steht das drinnen, und ich schreibe das halt auf, dass man es vielleicht runterladen kann. Ja. 25, 32, da gibt es wieder ein 32er. Ja. Dann haben wir da 40, 40. Dann sind wir da bei 50er. Was fehlt denn eigentlich noch für Farben?
50er, machen wir Rode, ja. Da ist 25, da machen wir 25 bei 25. Also bitte 25 Quadratmillimeter Querschnitt, 25 Millimeter Durchmesser, gell? Also das geht sich schon aus. Ja? Das schaut komisch aus im ersten Moment, aber es geht, ja. 25, 40, 40, 50, 50, 35, sind wir bei 32, dann haben wir 40, 50, 50 und dann ist Oberfette, das mache ich schwarz, 63. Okay, 50er, 50er sind 32, 32, geht's da los. Machen wir 70er, dann 40, ja, 40, da brauche ich da auch 40. Dann brauche ich 50er. Da brauche ich auch 50er. Dann brauche ich bei 4 Leitern, brauche ich hier schon 63. Da sind wir schon bei 63 herum. Und da es nichts Dickeres mehr gibt, kann ich das durchzeichnen. So wären praktisch die Durchmesser. Ja. Rohrdurchmesser. Das wäre so eine Auswahltabelle, wenn man sagt, okay, 4, 4 mal 16, 40er Reihe. Passt. Machen wir. Das ist das, was zulässig ist. Ja. Und dann, was muss ich denn da auswählen? Ja? Wie heiß wird denn das? Ja? Oder wie suche ich mir denn ein Kabel aus? Wann brauche ich denn 1,5 Quadrat? Wann brauche ich denn 2 Quadrat? Ja? Wie schaut denn das aus? Bemessungen von Kabeln. Das wird unser nächstes Thema werden. Ja? Bemessungen von Kabeln. Wie gibt es erstens einmal mechanische Festigkeit? Das ist das Thema des nächsten Videos. Mechanische Festigkeit. Und dann müssen wir nur irgendwie eine Stromfestigkeit, Erwärmung und so weiter berücksichtigen, weil wir haben da maximale Betriebstemperaturen so zum Beispiel. Ja, das wird dann eben beim nächsten Video abgehandelt. Nächstes Video, Bemessung eines Kabels aufgrund der mechanischen Festigkeit. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.